Willkommen zurück hier auf der Semmeringbahn. Ich begrüße euch ganz herzlich vom ÖBB Taurus Baureihe 1116 in dieser Klimaticket-Lackierung. Ich würde sagen, wir steigen ein, rüsten auf, öffnen die Türen und dann kümmern wir uns um alles Weitere. Dazu einmal in den Führerstand eingestiegen, Fahrtrichtung in die Vorwärtsstellung verlegt und Türen rechts auf. Super, das klappt schon mal soweit so gut. Bremsen lösen wir schon mal ganz leicht. Dann gucken wir mal, dass das Licht an ist. Zugbeleuchtung ist an. Sander brauchen wir jetzt gerade nicht. Signallichter und den Hauptschalter auf jeden Fall an. Leselicht, ja, machen wir uns auch an. Bringt uns sicherlich gleich in den Tunneln etwas. Zugsammelschiene ist an. Das heißt also, unsere Fahrgäste haben Licht und die Klimaanlage funktioniert auch. Dann schauen wir mal die Türen. Ja, es sind noch offen. Ja, okay, das Licht ist noch nicht an. Dann müssen wir uns einmal kurz nach hier hinten drehen und einmal, ich denke mal, auf den hier gehen. Jawohl, vorne dreimal weiß, hinten zweimal rot. Dann können wir noch einmal gucken, dass wir mal kurz in die Funktionen reingehen. Das passt soweit. Ja, wir sind im System der ÖBB. Wie kommen wir wieder zurück? Da ins Grundbild. Bremsprobe brauchen wir nicht. Status, okay. Ach ja, genau, die Uhr. So, Tür zu. PZB und LZB machen wir auch noch an. Die SIFA bleibt aus. Und wo können wir denn den die E-Bremserhöhung aktivieren? Na? Wo ging das denn nochmal? War das hier? Nee. Funktion, genau da. E-Bremserhöhung aktiviert. Und den Rest brauchen wir soweit nicht. Dann können wir eigentlich loslegen. Wir stellen noch das Display hier auf dunkel. Nee, lassen wir es hell. Und kontrollieren kurz die Türen. Türen sind zu. Dann können wir Leistung aufschalten. Einmal ganz kurz hier noch umgeguckt. Ja, hier stehen noch ein paar Regionalzüge. Und dann haben wir hier unseren Wagenpark mit den Intercity-Zügen. Beziehungsweise Intercity-Wagen oder Eurocity-Wagen. Tatsächlich fahren wir hier einen Railjet laut Fahrplan, aber da es ja keinen Railjet gibt, im TSV bisher zumindest, wird das auch von der 1116 mit den zweite Klasse-Wagen gemacht. So, Ausfahrt ist mit 80 gegeben. Wir befreien uns natürlich nicht aus der Überwachung. Wir sind ja hier in Österreich, da können wir das erst tun, nachdem unser Zug den Bahnhofsbereich, den weichen Bereich verlassen hat. Vorher dürfen wir uns nicht befreien. Die AFB machen wir uns auch gleich an. Und auf geht's hier auf der Semmeringbahn. So oft waren wir bisher gar nicht unterwegs zusammen auf der Semmeringbahn. Nach Release haben wir das, glaube ich, vielleicht nur einmal oder sowas danach noch getan. Auch ein interessantes Gebäude da links ist mir auch noch nie aufgefallen. Was ist das hier? Ah, so eine Art Aussichtsplattform. Das finde ich cool. So ein kleines Detail. Hier so auf der Aussichtsplattform. Ja, gefällt mir sehr. Also, ne, so solche kleinen Spielereien mag ich auf jeden Fall immer. So, machen wir mal die AFB an. Ich überlege gerade. Bevor wir nochmal die AFB einschalten konnten. Das war ja hier unten, müsste es eigentlich gewesen sein. Daher einmal
durchgesprungen, genau, AFP an. So, die AFP runter auf 80 gestellt. Und wir geben Leistung. Aus der Beeinflussung sind wir mittlerweile befreit. Das heißt also, jetzt können wir mal richtig hoch mit der Geschwindigkeit. Oh, sind da ein bisschen ins Schleudern gekommen. Das war zu viel Leistung. Wir wollen natürlich nicht die Kupplungshaken überlasten, dass sie dann am Ende reißen. Wir können auch zusätzlich ein bisschen sanden. Haben hier diese Klimaticket-Lackierung der ÖBB, ÖBB Klimajet-Lackierung aus dem Creators Club. Sehr schöne Lackierung, gefällt mir sehr. Und unser nächster Halt ist dann Semmering, in rund 11 Kilometern Luftlinie allerdings. Das wird von der Fahrzeit her, beziehungsweise von der Fahrwegstrecke noch ein bisschen mehr als 11 Kilometer sein. Der TSV hat ja absurderweise hier immer die Luftlinie als Referenz, während hier rechts, oben rechts, tatsächlich die Streckendistanz gewählt wird. Also ne, da frage ich mich dann auch, wie kann es sein, dass das hier funktioniert, dass die Streckendistanz als Referenzpunkt genommen wird und hier ist es aber dann immer die Luftlinie. Das ist... habe ich auch noch nie so ganz verstanden. So, ich möchte mal kurz diese Zielmarkierung noch ausblenden mit Steuerung 1 einmal weggemacht, denn die brauchen wir auch nicht. Ja, Fenster können wir auch runter machen. Haben wir noch ein bisschen mehr Sound. Und genießen die Fahrt hier jetzt einmal über den Semmering. F16 Enhancement Pack von meinem guten Freund dem Fubian ist natürlich auch mit dabei. Ja, wir haben es unter anderem gesehen, die Uhr, die wir einstellen können. Aber auch noch diverse andere Änderungen. Auch dass wir hier das Messmer-Symbol bzw. Logo haben. So, weiterhin eine Geschwindigkeit von 80 km/h. So viel schneller wird das dann auch auf diesem Streckenabschnitt dann auch nicht mehr. Auf der Steilstrecke, auf der Bergstrecke, die wir hier fahren. Erst wenn wir dann wieder runter sind vom Berg Richtung Wiener Neustadt, erst da können wir dann mal ein bisschen auf Geschwindigkeit gehen. Die Höchstgeschwindigkeit unseres Zuges beträgt 200 km/h. Unsere Wagen können 200 fahren, unsere Lok 230 sogar theoretisch, natürlich nur unter LZB, mit PZB nur 160 km/h, und ich glaube, wir können stellenweise 160 eben auf dem Abschnitt nach Wiener Neustadt dann ausfahren oder zumindest 140, vielleicht sogar einen kurzen Teil 160, was ich übrigens sehr positiv an der Semmeringbahn finde, dass wir beides haben, ne? Also wir haben sowohl diesen Bergstreckenteil, diesen langsamen Teil und dann aber auch gleichzeitig diesen schnellen Teil. Das ist ja in der Train Simulator Version der Strecke nicht der Fall. Da ist es ja so, dass die Strecke in Glocknitz endet. Und hier haben wir wirklich diesen ganzen Teil von Glocknitz noch nach Wiener Neustadt, der mit dazugekommen ist, was ich ziemlich cool finde. Einmal vorbei hier an, ja, Außenkamera, Spital am Semmering.
So 6 Kilometer noch. Hier auch schön dieses kleine Signal, was anzeigt, dass dieses Signal für die linke Seite, dass das Signal auf der linken Seite steht, aber trotzdem eben für dieses Gleis gilt, wenn man in unsere Fahrtrichtung fährt. Ne, also im Grunde genommen anzeigt, hey, pass auf, das Signal steht nicht dort, wo du es erwartest, sondern entsprechend auf der anderen Seite des Gleises. Normalerweise stehen ja die Signale auf der rechten Seite. Ich meine, bis vor einigen Jahren war sogar auf der Semmeringbahn eigentlich Linksverkehr, wenn man das mal so nennen darf. Also, dass jedes Mal auf der linken Seite gefahren wird, und das wurde aber vor ein paar Jahren dann signaltechnisch dann auch umgestellt. Und vielleicht sind dann hier extra nochmal die Markierungen da, weil es vielleicht LokführerInnen gibt, die sich da nochmal umstellen müssen. Nicht, dass sie das vergessen und aus Gewohnheit hier am Semmering auf die linke Seite gucken. Und dabei eigentlich deren Signal dann hier steht. Das sieht aus wie ein Autobahntunnel. Ach, schön. Also so, vorbei am nächsten Haltepunkt, der da wäre Steinhaus. Vielleicht ist das besagte Steinhaus. Was mir immer noch fehlt bei der F16 ist der Kilowattstundenmesser, den es ja beim Vectron gibt. Und den hätte ich auch gerne hier. Die Lackierung vom Klimajet gefällt mir übrigens sehr, sehr, sehr gut. Also in Realität wie auch jetzt im TSW die Umsetzung davon wirklich schön gemacht. Da habe ich aus Versehen einmal aus dem TSW rausgetappt. Und da haben wir halt zu erwarten. Das wird natürlich bestätigt. Zugbeeinflussung. 1000 Hertz Beeinflussung kommt. Der Halt ist in 1,8 Kilometern, Semmering in 2,3 Kilometern. Ja. Lassen mal noch leicht Leistung aufgeschaltet, damit wir jetzt nicht hier zu früh zum Halten kommen. Immerhin geht es ja ordentlich bergauf. So, laut hat das Signal wieder umgestellt. Das Fernlicht angemacht. So langsam fahrt. Uiuiui.
dürfen nur 40 fahren. Das ist natürlich nicht gut, dass wir das so übersehen haben. Hier bei der Tunnelausfahrt vor Semmering. Okay, interessant, dass wir auf diesem Gleis hier halten. Eigentlich. So, Semmering, sicherlich einer der Highlights dieser Strecke, dieser kleine Bahnhof. Wir fahren bis ganz nach vorne durch. So. Das passt doch super. Und dann können wir einmal hier uns kurz umgucken in Semmering, hier mit dem Dieseltriebwagen der Reihe 5144 habe ich auch schon mal gezeigt. Super, dass das hier nachmodelliert worden ist, das Modell von diesem historischen Triebwagen, der glaube ich nicht mehr in Einsatz ist. Und ne, dementsprechend auch hier mit dieser kleinen Plattform in Semmering, mit der Bank, auf die man sich theoretisch setzen kann. Und hier einfach mal dem Zugverkehr zugucken kann. Also das ist wirklich ein schöner Platz, um auf seinen Zug zu warten, würde ich mal behaupten. Ein kleines Bahnhofsgebäude. Ja, schön. Gefällt mir sehr. Genau, wir sind hier der Railjet nach Prag. So, Türen zu. Fahren über Graz, Mürzzuschlag, Semmering, Wiener Neustadt und dann Prag. So, es geht ordentlich bergauf, daher Leistung aufgeschaltet. Ja, geht's bergauf oder geht's bergab? Ich glaube, es geht sogar bergab, kann das sein? Ja, ich glaube schon. So, wir setzen uns in Gang. Und wir schlängeln uns hier langsam raus. Sehr schön. Zurück aufs rechte Gleis. Und wir dürfen 50 fahren. Wir hatten mal das Fernlicht. Ja, ich wollte gerade sagen, das Fernlicht ausmachen soll, aber stimmt ja gar nicht. In Österreich fährt man ja mit Fernlicht. Vielleicht an dieser Stelle ein kleines Foto. Nächster Halt ist dann Neustadt. Das heißt also, wir halten auch nicht mehr in Glocknitz. Genau. Und fahren jetzt einfach durch.
So, hier werden noch ein paar Bäume gefällt. Raus aus dem Tunnel aufs nächste Viadukt. Also wirklich, ne, ein Viadukt nach dem anderen. Hier auf der Semmeringbahn auch hier wirklich einer der berühmteren Stellen der Strecke. Und gleich, wenn wir wieder rauskommen aus dem Tunnel, beziehungsweise, ah ne, es geht hier gar nicht in den Tunnel. Ich glaube, gleich kommt noch ein Tunnel und dann, wenn wir aus dem Tunnel wieder rauskommen, dann auch wieder auf den Aquädukt. Auf ein Viadukt, nicht auf ein Aquädukt. Das ist ja keine Wasserstraße. Dürfen wir fahren? Sind hier mit einer Lok der Baureihe 1116 unterwegs, der österreichischen Bundesbahn. Eine vierachsige elektrische Universallokomotive, gebaut von Siemens und Krauss-Maffei. Seit 2000 sind etwas mehr als 280 Loks der Reihe 1116 für die ÖBB im Einsatz. Also wirklich überall eigentlich mit anzutreffen. Und auch wirklich vor allen möglichen Zügen. Ne? Vor Intercities, vor Nahverkehrszügen, vor Güterzügen. Überall im Grunde genommen. Hier einer der berühmteren Stellen der Strecke. Ich glaube, das ist das Kalte Rinn-Viadukt. Das hier oder das nächste Viadukt, da bin ich mir nicht mehr sicher. Eins der beiden heißt Kalte Rinnen-Viadukt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und hier wirklich absolut faszinierend mit dieser Felsformation hier voraus. Also das ist auch wirklich schön umgesetzt, finde ich. Man kann sich da auch mal Bilder dann aus der Realität angucken. Auch hier, wenn wir in dieses Tal runtergucken. Einfach nur schön, ne? Einfach wirklich, kann man sich einfach sehr, sehr gut ansehen. So. Jetzt habe ich es. Die 1116 wurde, die 1016 und die 1116 wurden bis 2006 gebaut. Und Nachfolgelok war dann die 1216.
Anfahrzugkraft von 300 kN. Also wirklich noch ein ordentliches Ungetüm, daher auch der Name Taurus, Stier, als Symbol für Kraft. Also technisch ist die 1116 im Grunde genommen mehr oder weniger gleich wie die Siemens ES64U2. Da gibt es jetzt keine großen Unterschiede. Die Loks waren erstmal zugelassen in Deutschland, Österreich und Ungarn. Später kam dann auch die Schweiz hinzu. Und nachdem das Ganze dann technisch auch dann umgerüstet wurde, ebenfalls in Tschechien sowie der Slowakei, und dort dann unter Wechselstrom, oder hinten, sorry, meine, das einfach ignorieren. Ich wurde gerade von hinten angesprochen von meiner Smart Home Anlage. Die hat eigentlich hier nichts zu sagen. Die Loks besitzen Wendezugfähigkeit sowie eine Vielfachsteuerung. Haben einen Einholmstromabnehmer. Ja, wir sehen es. Es gibt einige 1116er, die einen dritten Stromabnehmer haben mit einer breiteren Palette für Ungarn. Allerdings haben wir nicht diese Art 1116 im Spiel. Also unsere Lok hat keine Ungarn-Zulassung. Und da kommt uns ein Regionalzug entgegen. Auch die Railjet-Loks der Reihen 1116, 201 bis 223 haben dann auch noch einen dritten Stromabnehmer mit dazu bekommen. Und zwar für die Schweiz, denn diese Railjets durften dann auch in der Schweiz fahren und dürfen es immer noch. Also auch die haben dann einen dritten Stromabnehmer dann dazu bekommen. Und der lässt sich eigentlich relativ leicht wieder an- und abbauen. Und zu einem noch späteren Zeitpunkt kam dann auch noch bei einigen Lokomotiven ein dritter Stromabnehmer mit hinzu für Kroatien, mit einer Breite von 1600 mm. Genau, also so viel zum Technischen mit den Stromabnehmern der 1116er. Es gibt auch einige Loks, die Zulassung haben in Rumänien, in Bulgarien. Genau, das müsste es eigentlich sein. Deutschland, Österreich, Schweiz, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Slowakei, Kroatien. Ja, ich glaube, das müssten die hauptsächlichen Länder sein. Oder und Tschechien, wo die 1116er und 1016er unterwegs sind. Vor allen Dingen die 1116er.
Und natürlich ganz markant für die Loks auch die Tonleiter mit Grundton D und dann aufsteigend bei der Anfahrt. Wir haben es gerade eben schon gehört. Theoretisch ist es auch möglich, jede andere Geräuschfolge abspielen zu lassen. Also, dass es ein Tonleiter ist, ist nichts Natürliches, sondern das wurde so entsprechend programmiert von den Ingenieuren von Siemens. Es gab auch tatsächlich mindestens eine Lok, vielleicht sogar mehrere, die zum Beispiel die österreichische Nationalhymne gespielt haben bei der Anfahrt. Also da gibt es Videos von auf YouTube, gerne angucken, das ist ganz, ganz interessant. Also das geht tatsächlich und theoretisch wäre auch alles andere möglich. Also man könnte auch, you name it, Pokerface von Lady Gaga abspielen, das würde theoretisch klappen. Allerdings haben mittlerweile alle Loks vor der Reihe 1016 mit 1116 den dorischen Tonleiter. Und da kommt uns übrigens eine 1116 entgegen. Mit den Eurocity-Wagen. So, wir dürfen mittlerweile 70 fahren. Das mal auf der AFB eingestellt. Und den Rest macht halt die automatische Fahr- und Bremsschaltung der Lokomotive. Es gibt auch 1016er und 1116er, die ETCS haben. Nee, ich glaube, alle haben sogar ETCS, meine ich. Weil die neuere Unterinnentalbahn zwischen Wörgl und Baumkirchen, genauso wie die Neubaustrecke zwischen Hadersdorf und Tullernfeld, nicht LZB haben, sondern tatsächlich ETCS Level 2, sodass tatsächlich alle 1016er und 1116er mit ETCS vom Typ Atlas L1 bis 2 nachgerüstet worden sind. Aber leider entsprechend, wir haben die Strecke nicht im TSW und damit haben wir auch das Sicherungssystem ETCS noch nicht so wirklich drin. Ja, wir sehen hier die ETCS-Taste. Also klar, wir haben ETCS mit Luzern-Sursee, aber ja, reden wir nicht darüber. Und die Implementierung von ETCS-E, European Train Control System, ETCS, Verzeihung, auf der Strecke. So, 60 darf nur noch gefahren werden. Machen wir mit der AFB. Also vorbei am nächsten Bahnhof oder Haltepunkt hier in Eichberg. Hier noch ein paar Güterwagen, die abgestellt sind. Janus-Wagen. Oh. Strom hier stecken geblieben. Und einmal übers nächste Viadukt.
Wir haben hier mal die Drohne mal rausgeholt und lassen mal unseren Zug hier verfolgen. Das habe ich auch letztens gesehen auf einer Social-Media-Plattform, dass jemand Trainspotting gemacht hat, aber mit einer Drohne. Und das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr cool. Das muss ich schon sagen, das war schon Next Level. Dabei kommen auch wirklich faszinierende Bilder zustande von der Drohne, ne? Also da kann man definitiv sagen, das ist was Besonderes. Natürlich muss man da immer aufpassen, keine Betriebsgefahr dann darzustellen. Vielleicht nicht genau über den Gleisen hinwegfliegen, auch nicht über Bahnhöfe. Ich glaube, das ist nicht erlaubt. Aber man kann ja mit einer Drohne trotzdem, selbst wenn man nicht direkt über dem Gleis fliegt, immer noch sehr, sehr, sehr faszinierende Bilder machen. So, da ist das Zeichen dafür, dass der nächste Haltepunkt nur noch 1 Kilometer entfernt ist. Ja, was sagt ihr mittlerweile zur Semmeringbahn? Sie ist ja schon eine ganze Zeit jetzt mittlerweile draußen. Wurde von vielen sehr heiß erwartet. Die Erwartungen waren noch teilweise sehr hoch. Was ist so euer Fazit zur Semmeringbahn? Mögt ihr die Strecke? Habt ihr sie euch gekauft? Vielleicht auch aktuell? Kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch noch in einem Sale ist. Was sagt ihr dazu? Ist das was für euch? So, wir dürfen jetzt 70 fahren. Aktivieren mal kurz den Roadrunner. Na? Hat das geklappt? Ich weiß es nicht. Nee. Ja, das war aber nicht die AFB, das war schon. Ah doch, okay, doch. Der Roadrunner hat schon funktioniert. So, wir bremsen schon. Ja. Genau, ne? Also was ist so mittlerweile euer Fazit zur Strecke? Oh, sehr schön, Doppeltraktion, 1116er, sogar mit richtiger Stromabnehmerkonfiguration, würde ich jetzt mal behaupten. Und Autotransportwagen. Ich dachte, es wurde mittlerweile gefixt, dass auch die Vectrons auf der Strecke zu sehen sind und einem als KI entgegenkommen. Hatte ich gedacht, dass das jetzt in dem großen German Core Update gefixt wurde, aber anscheinend nicht. Oder wir hatten bisher einfach nur kein Glück gehabt. Gut, das war auch, glaube ich, der erste Güterzug, der uns entgegengekommen ist. Das kann natürlich sein, dass da einfach nur die Zufälligkeit gegriffen hat, dass da doch die 1116er am Start waren. Wobei ich auch irgendwo gelesen habe und ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das stimmt, dass bei den Güterzügen, wo eine Doppeltraktion vorne dran ist, dort immer 1116er zu sehen sein werden. Und keine 193er. Daher, falls dem wirklich so ist, habe ich nichts gesagt. Oh, Repaint. Ein schönes kleines Repaint hier von
der ÖBB 4024 S-Bahn Steiermark, was auch immer die hier macht, die S-Bahn Steiermark. Ja, sehr cool. Alle Wagen noch hinten dran. Jawohl, das sieht gut aus. So, bis Wiener Neustadt sind es noch 30 Minuten. 30 Kilometer, in 19 Minuten sollen wir ankommen. Ja, wird sportlich, aber wir dürfen ja gleich schneller fahren. Und ich denke mal, wir werden relativ gut durchkommen. Ohne rote Signale, von daher dürfte das wohl funktionieren. So, ab hier sind es wieder nur 70. Das wird ja in Österreich absurderweise nicht immer angekündigt. Ah, da kommt jetzt noch eine Klimaticket 1116 entgegen. Also, wir haben es gesehen, Repaints für die 1116er spawnen auf jeden Fall im Fahrplan. Auch wenn bei all den Repaints natürlich, die ich installiert habe, es schön gewesen wäre, wenn es eine andere gewesen wäre als die Klimaticket 1116, aber das lässt sich wiederum nicht beeinflussen. Nächster Haltepunkt voraus. In einem Kilometer. Wir haben auch schon übrigens mittlerweile ordentlich wieder Höhenmeter zurückgelegt, beziehungsweise ja, sind wir wieder runtergefahren, sodass wir gleich wieder, wenn wir bei Glocknitz sind, dann nicht mehr auf einer Bergstrecke unterwegs sind, während wir hier an Schlögelmühl vorbeifahren. Mit diesem Transformator hier direkt am Bahnsteig. Was mir auch gefällt, sind die Oberleitungen auf der Strecke. Ja, also ich glaube, von den Assets her passt das ganz gut auf jeden Fall für Österreich. Und wir sehen da auch immer wieder die Abspannmasten oder auch hier links diese etwas besonderen Masten mit dieser anderen Bauart. Ja, die hier links, die meine ich, die ich bisher so nur in Österreich gesehen habe. So, das war der Roadrunner, der Zuglängenmesser, der einmal gepiept hat. Dementsprechend können wir jetzt wieder 80 fahren. Da haben wir gerade den Abspannmast gesehen. Auch hier ein schöner Teil der Strecke. Schön nachgebaut hier bei kurz vor Glocknitz. Und ab hier sind es 150.
Roadrunner wird nochmal aktiviert. Das geschieht per Doppelklick auf den Leistungsschalter. Und einmal die 150 auf der AFB einstellen. Das sind 160. Das sind 150. Und jetzt ordentlich Gas geben, damit wir jetzt auch keine Zeit mehr verlieren. Wir haben ein bisschen was an Güterwagen abgestellt. Also auch übrigens hier mit Klick die Fahrplanleuchte anmachen. Oh Leute, ich sag euch was, ein Nightjet. Das wäre doch mal ein toller Zug, den hier mal zu haben, einen richtigen Nightjet. Aber gut, die Wahrscheinlichkeit, einen Nightjet zu fahren, ist... oder jemals im TSW zu haben, ist halt vergleichsweise gering, zumindest seitens DTG, weil so ein Nightjet kann man vielleicht maximal zweimal pro Fahrplantag einsetzen. Ne? Und wer will denn schon einen Lok-DLC haben mit nur zwei Fahrten? Auch wenn der dazugehört im Fahrplan, finde ich, aber ich kann es halt irgendwie verstehen, dass das dann für viele nicht so attraktiv ist und dann würde DTG halt auch keinen Nightjet bauen, weil lohnt sich auch nicht, kauft ja keiner, weil... Wie gesagt, wenn es nur zwei Fahrten von einem Nightjet gibt, einmal irgendwie morgens, einmal abends, ob sich das dann so lohnt, dann doch eher der Railjet, oder? Und ich kann wirklich nicht glauben, dass nie ein Railjet kommen sollte. Da bin ich mir sicher, irgendwann wird es einen Railjet geben. Wir haben ja jetzt mittlerweile österreichische Strecken. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass DTG noch weitere österreichische Strecken bauen wird. Wir haben RSSLO mittlerweile im TSW, die sicher auch daran interessiert sind, österreichische Strecken zu bauen. Da kann ich mir kaum vorstellen, dass nicht doch nochmal irgendwann ein Railjet kommen wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Fahrmotorsound komplett weg ist. Oder? Andererseits haben wir aber auch kaum Leistung aufgeschaltet. Wir rollen gerade eher nur. Und haben noch 20 Kilometer und 12 Minuten Zeit. Ja, bei 150 km/h machbar. So, da kommt uns was entgegen. Ich glaube, das ist eine 4024. Ja. Sieht ganz danach aus. Noch, da hakt es einmal ordentlich. Spiel. Hallo? TSW? Bitte nicht abbrechen. Uiuiuiui, das war aber ein ordentlicher Lag. Das war ein richtig, richtig dicker Lag.
Ach, wir dürfen sogar 160 fahren. Dann stellen wir auch mal die AFB auf 160. Oh, ich sehe aber ein anhaltendes Signal voraus. Hat. Kann das sein? Und wieso ist eigentlich unser Fahrmotor-Sound weg? Ja. So, da ist wieder unser Fahrmotor-Sound. So, wir müssen natürlich jetzt ganz vorsichtig fahren. Ah, okay, laut Hart sind wir schon wieder. Haben wir schon wieder ein Fahrzeigensignal voraus. Ah, dann befreien wir uns. Ah, also Semmeringbahn nach wie vor etwas hakelig von der Performance her. Definitiv besser als bei Release. Was kommt uns da entgegen? Eine 1116, 076 und wieder eine Klimaticket 1116. Mensch, von denen sind aber viele hier unterwegs. Und das ist wieder ein haltzeigendes Signal. Und wir müssen den Hauptschalter rausnehmen. So. Die dynamische Bremse wirkt natürlich jetzt auch nicht mehr. Das ist ein ganz schlechter Ort, um zum Stehen zu kommen. Ja, also FPS technisch, na, 25. Also ich kann mit wenig FPS leben, aber 30 sollten es schon sein. Und das liegt sicher nicht unbedingt an meinem PC, denn andere Strecken im TSW laufen wirklich auf einer deutlich besseren Performance. Ah, die Zugsammelschiene ist aus. Okay. Na, jetzt ist sie wieder an. So, wir beschleunigen dann jetzt nicht extrem schnell, denn ich sehe schon, das nächste haltzeigende Signal ist auch schon wieder voraus. Dann machen wir das wirklich ganz piano. Sehr gut, das Signal zeigt Fahrt. Ich finde es interessant, dass die Performance in diesem Bereich hier deutlich schlechter ist als im Bergstreckenbereich. Da hätte ich gedacht, dass es eher andersrum ist, dass dort im Bereich der Bergstrecke, wo man eben sehr viel und sehr weit an Szenerie sehen kann, wo es ja höhenmetertechnisch sehr viel zum Simulieren gibt,
dass dort die Performance eher schlechter ist, aber irgendwie ist sie eher hier schlecht. Und apropos schlecht, wir haben ein halbzeigendes Signal voraus. Tatsächlich, also es ist wirklich haltzeigend. Dann halten wir auch an. Gucken, dass wir natürlich bündig am Signal anhalten. 500 Hertz Magnet werden wir vermutlich hier nicht antreffen. Ist in Österreich eher selten der Fall, beziehungsweise nur dort, wo eine Gefahr voraus ist. Und das ist hier auf dem Streckenabschnitt nicht der Fall. Und das Signal ist sowieso schon umgesprungen. Dann können wir wieder beschleunigen und uns befreien. Auch hier müssen wir jetzt nicht durchpowern mit 100% Kraft voraus, sondern können eher langsam beschleunigen. Denn wir haben ja definitiv einen Zug vor uns. Der nächste Streckenabschnitt ist immer noch belegt, beziehungsweise der übernächste dann. Das heißt also, wir müssen sowieso vermutlich gleich wieder anhalten. So, da vorne kommt das Signal. Das sieht ziemlich grün aus. Ja. Freie Fahrt erwarten. Das ist doch schon mal was. So, freie Fahrt und dahinter ist auch, glaube ich, auch wieder eine freie Fahrt zu erwarten. Okay, ich glaube, wir haben halbwegs genug Distanz aufgebaut. Wiener Neustadt ist jetzt auch nur noch 3,5 Kilometer entfernt und wir sollen in einer Minute da sein. Ich würde sagen, ganz leichte Verspätung. Das ist für, ja, für ÖBB-Verhältnisse fast schon ungewohnt. Aber gut, ganz leichte Verspätung ist, glaube ich, vollkommen fein. Verspätung von 5 bis 10 Minuten und mehr ist dann eher ungewohnt, würde ich sagen, für Österreich. Aber das haben wir ja nicht. Es werden wohl, ja, 2 Minuten Verspätung sein, mit denen wir ankommen werden. Aber ich finde, das ist okay. Wir hatten einen Zug voraus, der uns gebremst hat. Ankündigung auf 100. Der Bahnübergang ist aber sehr, sehr, sehr spät runtergegangen. So, auch hier geht die Performance wieder ordentlich in den Keller, ihr seht's. Ah, das gefällt mir wirklich nicht so. Vielleicht muss ich da doch nochmal bei der Semmeringbahn die Einstellung ordentlich runterschrauben. So, wir sind unterhalb der Prüfgeschwindigkeit.
Performance hat sich wieder ein bisschen stabilisiert und da ist dann auch schon Wiener Neustadt. Hat übrigens nichts mit Wien zu tun. Wien ist immer noch relativ weit weg. So. Der Zug vor uns beamt sich gerade in eine andere Dimension. Ah, gut. Schon wieder Klimaticket. Interessant. So, das müssen wir auch noch bestätigen. Genau, wir haben es gerade eben gesehen, den Vorsignalwiederholer. Und wir kommen an mit einer Verspätung von, ja, ach, schaut an, Leute, wir sind sogar noch pünktlich. So. Wir haben es gehört, der Tonleiter, die Tonleiter. Und damit verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.